In diesem Video werdet ihr lernen, wie ein Servo funktioniert und wie ihr herkömmliche Gleichspannungselektromotoren in Servos verwandeln könnt. Ein Servo ist ein Bauteil, das eine zu einem Steuersignal proportionale Bewegung durchführt. Üblicherweise erzeugt dabei ein Elektromotor eine mechanische Kraft und die Antriebseinheit dreht sich um einen Winkel, der dem Steuersignal möglichst nahe kommt. Ein an dem Servomechanismus angebrachter Sensor überträgt die aktuelle Stellung des Servohebels zurück an die Steuerelektronik des Motors. An diesem zerlegten Servo, das aus dem Bereich des funkferngesteuerten Modellbaus stammt, könnt ihr die einzelnen Komponenten sehen. Der Elektromotor dient als Antrieb des Servos und wandelt elektrische in mechanische Energie. Da das Drehmoment des kleinen Elektromotors nicht allzu groß ausfällt, wird ein aus 5 Zahnrädern bestehendes Übersetzungsgetriebe verwendet, um dieses zu erhöhen. Das Übersetzungsverhältnis der Drehzahlen beträgt 294 zu 1, der Elektromotor muss sich also 294 mal drehen, bis sich der Hebel am Ausgang des Getriebes einmal um seine Achse gedreht hat. An dem Hebel am Ausgang des Getriebes, den man auch als Servohorn bezeichnet, ist ein Drehmoment von immerhin 36 Newtoncentimeter zu messen, womit das vom Motor erzeugte Drehmoment gerade einmal 0,12 Newtoncentimeter beträgt. Mit steigender Versorgungsspannung steigt das Drehmoment des Elektromotors und bei einer Spannung von 6 Volt ergibt sich ein Drehmoment von 44 Newtoncentimetern am Servohorn. Die Winkelgeschwindigkeit der Drehung, die auch als Stellzeit gemessen wird, ist umso kleiner, je größer die Übersetzung des Getriebes. Für dieses Servo messen wir 0,27 Sekunden für eine Drehung um 90 Grad bei einer Spannung von 5 Volt. Auch die Stellzeit ist von der Versorgungsspannung abhängig und bei 6 Volt messen wir nur 0,23 Sekunden. Als Sensor für die Drehung des Servohorns dient ein Potentiometer. Die Spannung am mittleren Pin dieses Bauteils ist proportional zu dessen Drehwinkel. Entsprechend der Stellung des Potentiometers wird der Elektromotor von der Steuerelektronik angesteuert, die sich auf der Platine am Boden des Servos befindet. Bei den kleinen Servos, die in diesem Video besprochen werden und die üblicherweise in ferngesteuerten Modellen oder kleinen Robotern Verwendung finden, wird der Drehwinkel durch ein Pulsweitensignal übertragen. Die Grundfrequenz der Pulsfolge beträgt 50 Hz und mit dem Tastgrad, der zwischen 5 und 10% liegt, wird die Position des Servoarms festgelegt. Die meisten Servos haben einen Drehwinkel von 90 Grad, wobei eine Pulslänge von 2 Millisekunden einem Ausschlag von plus 45 Grad, 1,5 Millisekunden der Mittelstellung, also 0 Grad, und 1 Millisekunde einem Winkel von minus 45 Grad entspricht. Die Servos verschiedener Hersteller weichen von diesem Schema ab und der Drehwinkel kann unter Umständen auf einen Bereich bis etwas über 180 Grad erweitert werden, in dem Pulslängen von fast 0 Millisekunden bis zu 3 Millisekunden zur Ansteuerung verwendet werden. Bei dem hier untersuchten Servo sind es 2,4 Millisekunden für plus 90 Grad und 0,6 Millisekunden für minus 90 Grad. Üblicherweise befinden sich Stopper am Zahnrad der Abtriebswelle, die den Drehwinkel mechanisch begrenzen. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Servo niemals mit Pulssignalen angesteuert werden, die dazu führen, dass der Motor gegen die Stopper drückt. Wird die Servomechanik blockiert, so fließt ein hoher Strom durch den Motor. Ferner können die Zahnräder der Mechanik zerstört werden, wenn das Drehmoment des Servos ausreichend hoch ausfällt. Die meisten Servos besitzen daher eine Schutzfunktion, die den Motor abschaltet, sobald keine Steuerpulse empfangen werden, das Servo aber mit der Versorgungsspannung verbunden ist.
Im Video zur Pulsweitenmodulation wurde ein Schaltkreis bestehend aus einem invertierenden Schmitt-Trigger und zwei Dioden gezeigt. Diese Schaltung kann durch die Wahl einer geeigneten Kondensator-Widerstandskombination als Servotester verwendet werden. Mit einem Oszilloskop kann die Grundfrequenz durch Drehen von Potentiometer 1 auf 50 Hz entsprechend einer Periodendauer von 20 Millisekunden justiert werden. Durch Drehen von Potentiometer 2 wird der Tastgrad variiert, womit das Servo angesteuert werden kann. Es können Pulsweiten zwischen 0,6 und 4,4 Millisekunden eingestellt werden. Entsprechend der Pulsweite dreht sich der Hebel des angeschlossenen Servos. Da die Grundfrequenz bei den meisten Servos kein kritischer Wert ist, muss die Kalibrierung nicht zwangsläufig vorgenommen werden. Wie zu sehen, ändert sich der Drehwinkel des hier gezeigten Servos beim Verstellen der Grundfrequenz nicht. Belasst das Potentiometer einfach in seiner Mittelstellung. Das Steuersignal können wir also generieren, aber wie funktioniert die Elektronik im Innern eines Servos? Das Pulsweitensignal muss durch den Steuerschaltkreis in eine Bewegung des Motors verwandelt werden. Der hier gezeigte, recht einfache Schaltkreis wird im Folgenden zur Demonstration der Funktionsweise verwendet. Zunächst muss das Pulsweitensignal mit Hilfe eines Tiefpasses in eine Gleichspannung von 0 bis 0,5 Volt verwandelt werden. Der Kondensator wird durch das Signal ständig ge- bzw. entladen, wodurch der Kurvenverlauf am Ausgang des Filters geglättet wird. Durch die Glättung wird das Eingangssignal in die durchschnittliche Gleichspannung des Pulsweitensignals verwandelt. Ein Nachteil dieses einfachen Filters liegt darin, dass am Ausgang eine Restwelligkeit bleibt, die lediglich verringert, aber nie ganz unterbunden werden kann. Je höher die Kapazität und der Widerstand des Filters, umso geringer wird die Restwelligkeit. Wird der Widerstand des Potentiometers erhöht, so nimmt die Restwelligkeit deutlich ab. An dem mittleren RC-Filter mit einem Widerstand von 33 Kiloohm und einer Kapazität von 4,7 Mikrofarad ist eine Restwelligkeit von fast 70 mV zu messen. Bei dem linken Tiefpass mit einem Widerstand von 200 Kiloohm und einer Kapazität von 47 Mikrofarad ist diese mit dem verwendeten Oszilloskop nicht mehr messbar. Das Ausgangssignal folgt der Änderung des Pulsweitensignals am Eingang umso schneller, je kleiner die Kapazität und der Widerstand des RC-Gliedes werden. Wird das Pulsweitensignal schnell von seinem Maximal zu seinem Minimalwert oder umgekehrt verstellt, so fällt bzw. steigt die Gleichspannung am Ausgang des linken RC-Gliedes nur sehr langsam. Bei dem mittleren Filter ist zwar eine Restwelligkeit deutlich zu sehen, das Ausgangssignal folgt jedoch der Änderung des Pulsweitensignals mit akzeptabler Geschwindigkeit. Die Werte des RC-Filters sind immer ein Kompromiss zwischen diesen gegensätzlichen Anforderungen und etwas später werden wir sehen, dass eine gewisse Restwelligkeit von Vorteil sein kann. Der RC-Filter glättet also das rechteckige Eingangssignal deutlich. Was passiert, wenn man das Ausgangssignal des Tiefpasses als Eingangssignal eines zweiten Tiefpasses verwendet? Nun, das Signal wird weiter geglättet. Eine derartige Anordnung bezeichnet man als einen Tiefpass zweiter Ordnung. Hier sind zwei Tiefpässe mit einem Widerstand von 100 Kiloohm und einer Kapazität von 0,1 Mikrofarad hintereinander geschaltet und wie erwartet ist die Restwelligkeit am Ausgang des zweiten Filters deutlich geringer. Auch hier gilt, je höher der Widerstand und die Kapazität der Bauteile, umso geringer die Restwelligkeit. Diese beiden Filter bestehen aus 220 Kiloohm Widerständen und 0,33 Mikrofarad Kondensatoren. Das Signal wird sehr gut geglättet und folgt der Änderung des Pulsweitensignals recht schnell.
Ein Tiefpass höherer Ordnung ist besser geeignet, das Pulsweitensignal in eine entsprechende Gleichspannung zu wandeln. Ausgehend von einer Versorgungsspannung von 5 Volt variiert die Ausgangsspannung des Tiefpasses zwischen 0 und 0,5 Volt bei einer Pulslänge zwischen 0 und 2 Millisekunden. Diese Gleichspannung kann durch einen Operationsverstärker mit negativer Rückkopplung verstärkt werden. Die Funktionsweise der negativen Rückkopplung wurde im Video zu Operationsverstärkern besprochen. Der erforderliche Verstärkungsfaktor ist in etwa 10, womit Widerstände von 27 und 220 Kiloohm die Aufgabe erfüllen. Der Motor eines Servos wird durch eine H-Brücke angesteuert, deren Funktionsweise in einem vorangegangenen Video besprochen wurde. Der Motor muss sich im Uhrzeigersinn drehen, wann immer die verstärkte Gleichspannung des Pulsweitensignals höher als die Ausgangsspannung des als Sensor arbeitenden Potentiometers ausfällt. Andererseits muss sich der Motor entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn das Pulsweitensignal niedriger als die Sensorausgabe ist. Die Drehrichtung des Motors hängt von der Polarität des als Sensor verwendeten Potentiometers ab und kann auch entgegengesetzt zur hier vorausgesetzten Drehung sein. Ein Komparator ist somit für die Ansteuerung der H-Brücke geeignet. Die Ausgangsspannung des Komparators entspricht der Versorgungsspannung, wann immer die Spannung des Pulsweitensignals niedriger als die des Potentiometers ausfällt, womit der Motor in diesem Fall durch die H-Brücke mit einer Polarität angesteuert wird, die diesen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen lässt. Damit wird das Sensorpotentiometer derart gedreht, dass die Spannung an dessen mittleren Pin sinkt. Die Polung wird vertauscht, wann immer die Gleichspannung des Pulsweitensignals die des Potentiometers übersteigt, womit die Ausgangsspannung des Komparators auf Lowpegel geht. Jetzt dreht der Motor das Potentiometer entgegengesetzt zur vorherigen Richtung und die Spannung am Ausgang des Sensors steigt. Das Ausgangssignal des Komparators ist immer entweder 0 Volt oder dieses gleich der positiven Versorgungsspannung, weshalb der an die H-Brücke angeschlossene Motor ständig eingeschaltet ist und im oder entgegen dem Uhrzeigersinn rotiert. Um einen dritten Schaltzustand zu erhalten, in dem der Motor ausgeschaltet ist, kann ein Fensterkomparator verwendet werden. Nehmen wir an, die verstärkte Gleichspannung des Pulsweitensignals entspricht der halben Versorgungsspannung und das Signal des Potentiometers liegt darüber. Das Signal am nicht invertierenden Eingang des oberen Operationsverstärkers ist somit höher als das am invertierenden Eingang. Das sich ergebende Ausgangssignal des oberen Operationsverstärkers ist somit auf High-Pegel. Die Situation am unteren Operationsverstärker weicht ab. Der Ausgang des Potentiometers ist mit dem invertierenden Eingang und das niedrigere Potential des Pulsweitensignals mit dem nicht invertierenden Eingang verbunden, womit sich als Ausgangssignal ein Low-Pegel ergibt. Der Zustand des Ausgangssignals des Fensterkomparators ändert sich, sobald das Potential am Potentiometer leicht unterhalb das des Pulsweitensignals fällt. Das Ausgangssignal des oberen Operationsverstärkers fällt auf Low-Pegel. Hervorgerufen durch den Spannungsteiler fällt am nicht invertierenden Eingang des unteren Operationsverstärkers nur ein Bruchteil der Gleichspannung des Pulsweitensignals ab. Solange das Signal des Potentiometers nur leicht unterhalb dem des Pulsweitensignals liegt, ist somit das Potential am nicht invertierenden Eingang des unteren Operationsverstärkers nach wie vor niedriger als das am invertierenden Eingang, womit dessen Ausgangssignal auf Low-Pegel bleibt. Erst wenn das Potential am Ausgang des Potentiometers unter den Wert am Spannungsteiler sinkt, fällt die Spannung am invertierenden Eingang unter die des nicht invertierenden Eingangs, womit das Ausgangssignal des unteren Operationsverstärkers auf High-Pegel geht und der Motor beginnt sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Es gibt also ein Spannungsfenster, in dem beide Operationsverstärker auf Low-Pegel sind und der Motor unseres Servos ausgeschaltet wird.
Den Schaltplan der Gesamtschaltung inklusive der H-Brücke findet ihr auf der Projektseite. Im einfachsten Fall kann die Originalplatine eines Servos durch die Schaltung ersetzt werden. Vor dem Anschließen des Servomotors sollten die Potentiometer 1 bis 3 auf Mittelstellung und Potentiometer 4 auf seinen Maximalwert gebracht werden. Das Servohorn muss zu diesem Zweck manuell auf Mittelstellung gedreht werden. Wird die Schaltung jetzt mit einem Pulsweitensignal von etwa 1,5 Millisekunden angesteuert, sollten die beiden LEDs an der H-Brücke erlöschen. Leichtes Verstellen der Pulsweite in eine Richtung bringt die grüne, ein Verstellen in die andere Richtung die rote LED zum Leuchten. Stellt eine Pulsweite ein, bei der eine der beiden LEDs gerade zu leuchten beginnt. Wird jetzt der Elektromotor des Servos an die H-Brücke angeschlossen, so muss der Motor kurz drehen und gleich wieder stoppen, da die H-Brücke abgeschaltet wird. Die Polung des Elektromotors muss vertauscht werden, wenn sich das Servo nicht wie erwartet verhält und mit Volllast in Richtung Anschlag dreht. Mit Potentiometer Nummer 4 kann die maximale Spannung am Sensor und somit der Maximalausschlag bei der größtmöglichen Pulsweite justiert werden. Die Verstärkung der durch das Pulsweitensignal verursachten Gleichspannung und somit die Mittelstellung kann mit Potentiometer Nummer 3 verstellt werden. Ein Widerstand des Spannungsteilers am Fensterkomparator ist durch eine in Vorwärtsrichtung gepolte Diode und ein dazu paralleles Potentiometer ersetzt. Der Spannungsabfall an der Diode entspricht etwa 0,6 Volt und ist unabhängig von der durch das Pulsweitensignal verursachten Gleichspannung. Durch Verstellen von Potentiometer 2 kann der Spannungsbereich justiert werden, indem beide Operationsverstärker des Fensterkomparators auf Low-Pegel gehen. Je kleiner das Fenster, umso näher ist die tatsächliche Stellung des Servohebels an dem vorgegebenen Wert. Wird das Fenster zu klein eingestellt, beginnt der Motor um seine Ruhelage zu schwingen und die H-Brücke wechselt ständig die Polarität. Die Stellgenauigkeit des hier beschriebenen Schaltkreises ist geringer als die kommerziell angebotener Servos. Ferner besteht keine Schutzfunktion beim Ausbleiben von Steuerpulsen bei gleichzeitig angeschlossener Versorgungsspannung. Fällt die Spannung am Pulsweitensignal auf Masse, so dreht die Schaltung das Servo bis zum Anschlag in eine Richtung. Bei zu langen Pulsen oder wenn das Pulsweitensignal auf permanent High geht, dreht der Motor bis zum Anschlag in die entgegengesetzte Richtung. Üblicherweise wird der Servomotor nicht immer voll ein- oder ausgeschaltet. Das Servo brummt, wenn ihr das Servohorn per Hand belastet. Das Oszilloskop zeigt die Pulse am Elektromotor, der durch ein Pulsweitensignal angesteuert wird. Offensichtlich ist die H-Brücke dieses Servos nicht mit Freilaufdioden ausgestattet, da die Störsignale beim Abschalten des Motors nicht zu übersehen sind. Der Tastgrad nimmt zu, je größer die Abweichung des Istwerts von dem vorgegebenen Stellwert wird. Wie zu sehen, ändert sich die Polarität, wenn das Servohorn in die entgegengesetzte Richtung belastet wird. Der Eigenbauschaltkreis verhält sich ähnlich, da eine Restwelligkeit des Pulsweitensignals besteht. Wird das Servohorn verdreht, so verschiebt sich das Signal des Sensorpotentiometers. Wegen der Restwelligkeit des Pulsweitensignals sind die Schaltschwellen des Fensterkomparators nicht konstant und der jeweilige Komparator schaltet, wann immer die Spitzen des Pulsweitensignals die Spannung am Sensor über- bzw. unterschreiten. Die Freilaufdioden sorgen für eine gute Unterdrückung der Störsignale. Heutzutage
Heutzutage erfolgt die Ansteuerung nicht mehr durch analoge Schaltkreise, sondern durch Mikrocontroller, die sogar per Software programmiert werden können. Der Größenvergleich spricht eindeutig zugunsten des integrierten Schaltkreises. Mit der einfachen, in diesem Video besprochenen Schaltung könnt ihr jedoch eure eigenen Servos bauen. Hier ist die Schubladensteuerung eines CD-Laufwerks in ein Servo verwandelt worden. Durch die Zahnstange wird die Drehbewegung des Servos in eine lineare Bewegung verwandelt. Der Sensor befindet sich auf dem Zahnrad, das die Zahnstange antreibt. Alternativ kann auch ein lineares Potentiometer an der Zahnstange angebracht werden, jedoch sind drehbare Trimpotentiometer billiger in der Anschaffung. Mit Hilfe einer durch einen Elektromotor angetriebenen Gewindestange und einer Mutter kann ebenfalls ein linear arbeitendes Servo erstellt werden. Das lineare Potentiometer ist ebenfalls ein Eigenbau. Auf der Holzplatte befindet sich eine möglichst dick aufgetragene Fläche der Bleistiftmine und der Stift dient als Schleifkontakt. Die Schaltung stößt bei bestimmten Kombinationen aus Elektromotor und Getriebeübersetzung an ihre Grenzen. Hier wird ein kompakter Getriebe-Elektromotor mit einer Drehzahlübersetzung von 30:1 angesteuert. Die Mechanik verfügt über leichtes Spiel, was den Regelkreis nachteilig beeinflusst. Die Position des Eigenbauservos kann nur sehr grob geregelt werden. Wird das Spannungsfenster der beiden Komparatoren verringert, um eine genauere Positionsregelung zu erhalten, schaukelt sich der Regelkreis auf und die Stange am Getriebeausgang beginnt stark zu schwingen. Neben dem Spiel in der Anlenkung fördert die hohe Masseträgheit des langen Servohebels die Schwingneigung. Im zweiten Versuch ist der gleiche Elektromotor mit einem Getriebe mit einer Übersetzung von 400:1 zu sehen. Auch hier besteht leichtes Spiel in der Mechanik, aber aufgrund der deutlich geringeren Drehzahl an der Abtriebswelle kann der Motor von der Elektronik wesentlich besser geregelt werden. Der Filter am Eingang des Pulsweitensignals ist zu diesem Zweck durch einen Tiefpass zweiter Ordnung ersetzt worden, um die Restwelligkeit zu verringern und somit das Spannungsfenster der beiden Komparatoren verkleinern zu können. Analoge Regelkreise sind empfindlich gegenüber Spannungsschwankungen und diese entstehen zwangsläufig beim Ein- bzw. Ausschalten leistungsstarker Elektromotoren. Mit der hier gezeigten Schaltung könnt ihr versuchen, diese Störungen zu minimieren, jedoch bleibt die Stellgenauigkeit immer hinter der kommerzieller Produkte zurück. Etwas später werden wir sehen, wie die Stellgenauigkeit dieses Eigenbauservos erhöht werden kann. In der Robotik werden Servos nicht durch Potentiometer angesteuert, sondern das Pulsweitensignal wird digital generiert. Durch einen einzelnen Steuerpin kann ein Servo präzise Steueraufgaben wahrnehmen und per Software können Regelkreise aufgebaut werden. Hier werden zwei Servos verwendet, um eine Kamera um die X- und Y-Achse drehen zu können. Per Software werden die Servoarme derart gedreht, dass die Kamera der Lichtquelle folgt. Werden Servos modifiziert, so können diese als sehr kompakte Getriebemotoren fungieren. Dazu müssen als erstes die Stopper am Zahnrad der Abtriebswelle entfernt werden. Bei dem hier zu sehenden Typ genügt es, den Stopper am Zahnrad abzuschleifen. Als zweiter Schritt muss die Verbindung zwischen dem Potentiometer und dem Getriebe getrennt werden. Hier wird der Schaft des Potentiometers abgeschnitten. Ohne den Stopper und den Potentiometerschaft kann sich die Antriebseinheit frei in jede Richtung drehen. Wird das Potentiometer in seiner Mittelstellung blockiert, hier geschieht das mit etwas Kleber, so bleibt das Ausgangssignal des Sensors immer auf 0 Grad
unabhängig von der tatsächlichen Stellung des Servoarms. Anstatt das Potentiometer zu fixieren, kann dieses auch durch einen festen Spannungsteiler mit mehreren Kiloohm ersetzt werden. Ein Pulsweitensignal von einer Millisekunde entsprechend einem Sollwert von minus 45 Grad bewirkt nun eine Drehung des Motors in die eine Richtung, während eine Pulslänge von 2 Millisekunden, also einem Sollwert von plus 45 Grad, eine Drehung mit voller Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung bewirkt. Die an den Motor abgegebene Leistung sinkt, je näher das Pulsweitensignal an 1,5 Millisekunden kommt und schließlich stoppt der Motor beim Erreichen dieses Wertes, der einem Vorgabewert von 0 Grad entspricht. Wie zuvor bereits erwähnt, schalten einige Controller den Motor auch beim Ausbleiben von Steuerpulsen, also einer Pulslänge von 0 Millisekunden ab. Der verfügbare Geschwindigkeitsbereich hängt von dem Schaltkreis der Motorsteuerung ab und dieser variiert zwischen verschiedenen Herstellertypen. Derart gehackte Servos sind in der Robotik häufig verwendete Antriebe. Der hier zu sehende Kameraarm arbeitet mit einem modifizierten Servo, das eine Seilwinde antreibt. Das als Sensor fungierende Potentiometer ist an dem Drehpunkt des Kameraarms angebracht, womit dessen Winkel durch die Elektronik gesteuert wird und nicht wie ursprünglich der Winkel des Servohorns. Die Bewegung des Hebels ist zwar langsam, dafür genügt bereits eine kleine elektrische Leistung zur Ansteuerung des kompakten Servos. Der Drehwinkel einer Mechanik kann auf 360 Grad und mehr erweitert werden, indem an der Drehachse ein kleineres Zahnrad angebracht wird, das ein größeres Zahnrad antreibt, an dem sich das Potentiometer befindet. Die Kamera des Roboterarms kann so eine volle Drehung ausführen, womit ihr den gesamten Roboterraum beobachten könnt. Die Kamera und die Roboter könnt ihr mit eurem Browser in meinem Robospatium steuern, probiert's mal aus. Eine weitere Modifizierung betrifft die Elektronik eines Servos. Die Platine steuert einen sehr kleinen Elektromotor, entsprechend gering ist die maximale elektrische Leistung der integrierten H-Brücke. Um starke Elektromotoren in Servos einsetzen zu können, benötigt man eine H-Brücke aus Leistungstransistoren. Die sehr präzise operierende Platine des Servos kann genutzt werden, um eine Eigenbau-H-Brücke anzusteuern. Das Eingangssignal der Leistungs-H-Brücke wird dabei von dem Ausgangssignal der Kleinsignal-H-Brücke auf der Servoplatine generiert. Das Signal kann von den beiden zum Motor laufenden Kabeln abgegriffen werden, jedoch darf die Leistungs-H-Brücke damit nicht direkt angesteuert werden. An dem Oszillogramm ist zu sehen, dass die Spannung an den beiden Ausgangspins, die zum Motor verlaufen, der halben Versorgungsspannung des Servos entspricht, wenn der Istwert am Potentiometer dem vorgegebenen Stellwert des Pulsweitensignals entspricht. Wie im Video zu H-Brücken gezeigt, darf eine derartige Schaltung aber nicht mit der halben Versorgungsspannung angesteuert werden, da so ein zu hoher Querstrom durch die Transistoren fließt. Wird das als Sensor fungierende Potentiometer in eine Richtung verdreht, so sehen wir zwei Rechtecksignale, jeweils ober- und unterhalb der Mittellinie. Wird das Potentiometer weiter verdreht, so sehen wir eine grüne Linie auf High-Pegel und eine gelbe Linie auf Permanent Low. Wird das Potentiometer in die entgegengesetzte Richtung gedreht, kippen die Signale, sobald die Mittelstellung überschritten wird. Die gelbe Kurve befindet sich schließlich oberhalb der Mittellinie und wenn das Poti weiter gedreht wird, sehen wir eine grüne Linie bei 0 Volt, also auf Low-Pegel, und eine gelbe Linie auf dem Wert der Versorgungsspannung, also auf High-Pegel. Um die Leistungs-H-Brücke ansteuern zu können, benötigen wir zwei Komparatoren und eine Referenzspannung, die irgendwo zwischen der halben und vollen Versorgungsspannung liegen muss. Die jeweilige Halbbrücke wird mit Low angesteuert, wann immer die Spannung an dem betreffenden Ausgang der Servoplatine unterhalb der Referenzspannung liegt,
die bei der hier zu sehenden Schaltung 2/3 der Versorgungsspannung entspricht. Steigt die Spannung an einem Pin über diesen Wert, so wird die entsprechende Halbbrücke mit einem High-Signal angesteuert. Zu sehen ist dieses Verhalten an dem realen Schaltkreis. Die gelbe Kurve mit dem Ausgangssignal der Leistungs-H-Brücke ist auf Low, solange die grüne Kurve der Kleinsignalbrücke unter der Referenzspannung bleibt. Wann immer die Referenzspannung am Ausgang der Kleinsignalbrücke überschritten wird, folgt die gelbe Kurve dem Verlauf der grünen Kurve, mit Ausnahme der Tatsache, dass der High-Pegel bei 12V und der Low-Pegel bei 0V liegt. Schließlich geht das Signal der Halbbrücke auf permanent High, wenn auch die Kleinsignalbrücke auf permanent High geht. Das Layout der Schaltung gibt's auf der Projektseite und diese kombiniert die Präzision kommerzieller Regelkreise mit der hohen elektrischen Leistung der hier zu sehenden Eigenbau-H-Brücke. Die Kabel zum Potentiometer sind verlängert und so lassen sich verschiedene Getriebemotoren in Servos verwandeln. Es sind keine Justierungen vorzunehmen, lediglich die Polung des Elektromotors ist zu beachten. Wie bei der zuvor gezeigten Schaltung muss vor dem Anschließen des Eigenbauservos dieses in Mittelstellung gedreht werden. Nun wird ein Pulsweitensignal angelegt, bei dem eine der beiden LEDs gerade zu leuchten beginnt. Wird der Motor jetzt angeschlossen, darf sich dieser nur kurz drehen und die LED sollte erlöschen. Ist das nicht der Fall, muss die Polung vertauscht werden. Erneut wird der Getriebemotor mit einer Drehzahlübersetzung von 400:1 verwendet und mit dieser Schaltung ist die Bewegung des Eigenbauservos sehr präzise. Die Stellgeschwindigkeit beträgt etwa 2,17 Sekunden für 90 Grad, und das Drehmoment ist etwas zu hoch für die verwendete Messanordnung. Wird das Getriebe mit der Übersetzung von 30:1 verwendet, so kann diese Schaltung das Servo zumindest bei einer Betriebsspannung von 6V ansteuern. Das Spiel in dem Getriebe und bei der Befestigung des Potentiometers macht eine allzu präzise Positionierung jedoch nach wie vor schwierig. Die Stellgeschwindigkeit ist sehr hoch. Und das Drehmoment beträgt etwa 33 Newton-Zentimeter. Wer ein Servo mit sehr hohem Drehmoment bei hoher Stellgeschwindigkeit benötigt, kann einen Scheibenwischerantrieb zu einem Servo umgestalten. Der Elektromotor wirkt auf ein Schneckengetriebe, das eine Übersetzung von 110:1 besitzt. Der Motor wird hier lediglich mit 6V angesteuert, da dieser bei einer Betriebsspannung von 12V zu schnell rotiert und wie wir bereits gesehen haben, führt das zu Schwingungen im System. Es fließt ein Strom von bis zu 3,5 Ampere durch den Motor und im Dauerbetrieb sollten Kühlkörper an der H-Brücke angebracht werden. Das Drehmoment liegt bei 260 Newton-Zentimetern und beim Blockieren fließt ein Strom von 3,5 Ampere durch den Motor. Wird die Übersetzung des Motors weiter vergrößert, so sinkt die Stellgeschwindigkeit, das Servo ist aber weniger anfällig für Schwingungen. Hier ist ein sehr simples Seilgetriebe zu sehen. Je präziser ihr ein Getriebe ausführt, umso höher wird die Stellgenauigkeit eures Servos. Ich bin sicher, ihr könnt etwas Besseres bauen als meine Konstruktion. Euch ist sicher aufgefallen, dass das Pulsweitensignal des Eigenbauschaltkreises nicht allzu stabil ist. Besonders beim Schalten starker Elektromotoren reduziert das die Stellgenauigkeit deutlich. Besser geeignet sind daher digitale Schaltkreise. Hier wird der Scheibenwischermotor durch einen Computer angesteuert. Der Hebel folgt der langsamen Änderung des Pulsweitensignals ohne Schwingungen um den vorgegebenen Stellwert. Ein weiterer Vorteil ist die per Software variable Stellgeschwindigkeit.
Ändert sich der Sollwert um einen großen Winkel, kann das Servo zu Beginn der Bewegung mit voller Leistung angesteuert und vor Erreichen der Endposition abgebremst werden. Wird die Potentiometerstellung direkt von einem Computer oder Mikrocontroller eingelesen und die H-Brücke direkt gesteuert, so erhält man ein digitales Servo. Wie das verwirklicht werden kann, wird in einem folgenden Video gezeigt. Die Schaltungen lassen euch viel Freiraum zur Umsetzung eigener Ideen und in diesem Sinne... Danke fürs Angucken und bis bald!